Heute driften wir vom Lockpicking ab, und zwar habe ich eine Geschichte aufgeschnappt von einem Kollegen von mir und ich dachte, vielleicht interessiert euch das auch. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal dieses Experiment mit euch zusammen. Und zwar ging es in der Geschichte darum, dass er total Stress hatte mit seinem Nachbarn und da sollen auch richtig die Fetzen geflogen sein. Und das, was ich euch jetzt hier zeige, bitte macht das nicht nach, das ist eine Straftat und geht in Richtung Sachbeschädigung. Ich hole die Materialien und ich freue mich natürlich, wenn du mit dabei bist. So, was hat mein Kollege mir erzählt? Er hat mir erzählt, dass er bei seinem Nachbarn mit Silikon hier schön das Schloss eingeschmiert hat und dann ausgehärtet ist und er den Schlüssel nicht mehr reinbekommen hat. Und wir werden jetzt mal testen, ob das wirklich stimmt, weil mich das jetzt wirklich brennend interessiert, ob wir dann noch den Schlüssel reinbekommen. Und ich würde sagen, ich spritze jetzt das Silikon rein. So, ich spritze das Silikon jetzt in das Schloss, in den Schlüsselkanal. Drücke es nochmal fest. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn man sich da durchsichtiges Silikon nimmt. Sieht man dann wahrscheinlich nicht Schauen so uns offen. einfach Ja. mal nachher an, wenn es ausgehärtet ist, was wir dann jetzt für Probleme bekommen. So, ich habe es über Nacht aushärten lassen und wir schauen uns jetzt mal an, was wir für Probleme kriegen. Ich habe den Schlüssel und den versuchen wir jetzt zu benutzen. Machen wir es mal. Oh, keine Chance. Keine Chance. Er hatte recht. Das funktioniert wirklich. Ich versuche es hier wirklich mit, Moment, mit aller Gewalt, dass ihr auch mal was sehen könnt. Oh, wir haben es ein bisschen reinbekommen. Aber jetzt ist das Silikon wahrscheinlich nur nach hinten gerutscht. Und ja, das Schloss ist nicht mehr funktionsfähig. Also das ist wirklich eine üble Geschichte. Falls ihr mal irgendwie eine... Oh, ich habe ihn drin. Falls ihr mal irgendwie eine Geschichte habt, die total crazy ist, dann meldet euch mal. Aber wie gesagt, drehen kann man hier nichts. Ich habe ihn richtig drin, aber drehen kann ich nichts. Okay, rausziehen sparen wir uns mal jetzt. Wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video. Das wird wieder ein Lockpicking-Video sein. Und bleibt sauber, genießt das Wetter und ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Ciao.